Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 26. Oktober 2017. Zahlreiche Journalisten und Kamerateams warteten am Donnerstag auf die Ankunft des Menschenrechtlers Peter Steutner. Der 45-Jährige war nach mehr als 3 Monaten aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Silivri westlich von Istanbul entlassen worden. Ein Gericht in Istanbul hatte zuvor die Freilassung ohne Auflagen beschlossen. Öcalan Mutlu von Bündnis 90 Die Grünen hatte den Prozess als einziger deutscher Politiker im Gerichtssaal verfolgt. In einem Telefoninterview mit TV Berlin sprach er von einer überraschend angenehmen Atmosphäre. Ich bin ja mehrfach als Prozessbeobachter in der Türkei gewesen und ich fand die Stimmung gestern extrem gut und angenehm. Die Angeklagten durften in Ruhe ausreden. Die durften sich auch in entsprechenden Längen selbst verteidigen. Die Staatsanwaltschaft und die Richter haben sich zurückgehalten, haben die Angeklagten nicht unter Druck gesetzt. Der Saal war voll. Es waren über 150 Menschen in dem größten Saal des Gerichtshofs. Als ich dann diese positive Grundstimmung gespürt habe, habe ich schon irgendwie das Gefühl gehabt, es passiert was. Es wird heute eine Überraschung geben. Am Ende ist es so gekommen und wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut. Peter Steutner war in einem erstaunlich guten Zustand. Er hat mehrfach sich zurückgedreht zu uns und gelächelt und gewunken. Er hat bei seiner Verteidigung ganz klar und präzise sich ausgedrückt in Englisch. Das wurde übersetzt dann in Türkische. Er hat alle Anklagepunkte abgelehnt und seine Freiheit gefordert. Das war alles sehr gut. In einer guten Verfassung war er und das hat mich erfreut. Und ich hoffe mir, dass Deniz Yücel, dass Michale Tole und die weiteren 10 verhafteten oder inhaftierten deutschen Staatsbürger ebenso sehr bald in einem Prozess sich verteidigen und freigesprochen werden können. Nach Angaben von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller wollte Steutner ohne Teilnahme von Politik und Öffentlichkeit in der Hauptstadt ankommen. Gleichzeitig lud Müller Steutner in das Rote Rathaus ein. Trotz des Votums beim Berliner Volksentscheid wird ein Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nach der Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER immer unwahrscheinlicher. Bei einer Gesellschafterversammlung in Potsdam machten der Bund und das Land Brandenburg deutlich, dass sie am Konzept eines Single Airports für die Hauptstadtregion festhalten. Das teilten Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen und Brandenburgs Finanzminister Christian Görke nach dem Treffen mit. Görke machte hohe Kosten für einen Betrieb 2 Flughäfen geltend, die für sein Land nicht darstellbar seien. Beim Volksentscheid am 24. September in Berlin stimmten rund 56% für die Offenhaltung des alten Stadtflughafens Tegel. Sie stellten sich damit gegen die seit vielen Jahren verfolgten Pläne des Senats, Tegel nach der BER-Eröffnung zu schließen. Über eine neue Linie in dieser Frage kann das Land Berlin jedoch nicht allein entscheiden, sondern nur gemeinsam mit den anderen beiden Gesellschaftern Bund und Brandenburg. Für den regierenden Bürgermeister Michael Müller markiert das Ende von Air Berlin einen tiefen Einschnitt im Berliner Luftverkehr. Anlässlich des letzten Flugs von Air Berlin am Freitag sagte Müller, die Fluggesellschaft sei ein sympathischer Botschafter unserer Stadt sowie ein Unterstützer der wirtschaftlichen Entwicklung, vor allem im Tourismus, gewesen. Den Mitarbeitern müsse nun geholfen werden. Ihre Aufgabe als Senat sei es, dabei zu helfen, ihnen neue berufliche Chancen zu ermöglichen, so Müller. Nachdem am Mittwoch Gespräche über eine große Transfergesellschaft gescheitert waren, arbeiten Berlin und das Unternehmen zumindest an einer Lösung für 1200 Mitarbeiter des Bodenpersonals. Der letzte Flug von Air Berlin geht am Freitag von München nach Berlin. Die Maschine soll planmäßig um 22.45 Uhr in Tegel landen. Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet und stellt den Flugbetrieb nun ein. Die Juristin Margarete Koppers kann Berlins neue Generalstaatsanwältin werden. Das Verwaltungsgericht habe einen eindeutigen Beschluss gefasst und alle Vorwürfe einer Konkurrentenklage zurückgewiesen, teilte Justizsenator Dirk Behren von Bündnis 90 Die Grünen am Donnerstag per Twitter mit. Das Gericht teilte mit, die Auswahl der Generalstaatsanwältin sei fehlerfrei erfolgt. Um die Neubesetzung des Postens hatte es ein langes Hickhack gegeben. Der rot-rot-grüne Senat war zwar dem Vorschlag von Behrendt gefolgt, Polizeivizepräsidentin Koppers zur neuen Generalstaatsanwältin zu machen, doch aus der geplanten Ernennung zum 1. September wurde nichts, weil die unterlegene Mitbewerberin Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht hatte.
Der Traum vom Finale im eigenen Stadion ist für Fußball-Bundesligist Hertha BSC mal wieder ausgeträumt. Am Mittwochabend verlor das Team von Trainer Pal Dardai gegen Bundesliga-Schlusslicht Köln klar mit 1:3. Doch bereits am kommenden Samstag steht für die Berliner das nächste Spiel auf dem Programm. Gegner ist dann der Hamburger SV. Trainer Pal Dardai führt vor allem die fehlende Trainingszeit als Grund für die aktuelle sportliche Talfahrt an, will aber weiterhin von Druck oder einer Krise nichts wissen. Wenn ich die Jungs sehe da drinnen und die Trainingsatmosphäre, auch jetzt Zusatztraining, hat ja keiner irgendwie Gesichtsausdruck gemacht, hat, dass er irgendwie unzufrieden ist und dass jeder hat gut mitgearbeitet. Wenn ich da reingehe, ich mache auch nicht als Trainer so irgendwie böse Gesicht, dass ich jetzt irgendwie jetzt beleidigt bin, weil wir verloren haben. Ich habe Trainer gehabt, das mit uns 3-4 Tage lang nicht geredet hat, wenn wir verloren haben. Das bringt nichts. Wir sind Menschen. Ich sehe die Villa. In diesem Moment, wenn ich das nicht mehr sehe, dann ich werde das gleiche mitzuteilen zu dem Manager und dann nehme ich meine Konsequenzen. Ja, wenn deine Mannschaft nicht motiviert oder nicht läuft, ja, aber die Werte sind vernünftig, die Wille da. Seien wir ehrlich, die können. Dieser letzte Schuss, was da reinrutscht, dieser Knabe haben wir jetzt momentan nicht und es muss kommen. Ja? Und ich kann jetzt nicht irgendwie jetzt Dinge machen, damit die Spieler noch mehr Unruhe bringen. Ich versuche, die unterstützen, auch mit dem ganzen Trainerstab Hilfe zu geben, weil das ist der einzige Weg. Und dann schauen wir. Wir haben genug Potenzial, müssen wir raussuchen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist dicht bewölkt. Örtlich kann auch der eine oder andere Tropfen dabei sein. Die Tiefstwerte liegen bei 10 Grad. Der Freitag beginnt dann in weiten Teilen verregnet bis zum Mittag, lockert es aber vorübergehend etwas auf. Die Tageshöchstwerte liegen um die 12 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Der Samstag fällt sehr verregnet aus, mit Höchstwerten um die 11 Grad. Auch am Sonntag kann es örtlich noch etwas Regen geben. Im Verlauf lockert es aber deutlich auf, sodass uns am Montag ein fast wolkenloser Hauptstadthimmel erwartet. Die Temperaturen gehen dabei weiter zurück. Am Sonntag schafft das Quecksilber 10 Grad und am Montag nur noch maximal 8 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.